Yo Leute, hier ist wieder der TGW und heute startet auch schon ein neues Projekt auf diesem Kanal. Und zwar nennt sich dieses, Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es heißt Retroplay, genau, das war der Name. Und zwar habe ich, also, es kann sein, dass es einige von euch schon wissen, das werden höchstwahrscheinlich nur die sein, die ab und zu mal die Livestreams von Tarok verfolgen und diese gesehen haben, wo ich dabei war. Das, was ihr da gerade im Hintergrund seht, das bin übrigens nicht ich, der da spielt, ja. Und zwar, das, was ihr wissen solltet, falls ihr diesen Stream eben gesehen habt. Und zwar mache ich momentan eine Ausbildung zum IT-Assistenten. Und da hat unser Lehrer uns freundlicherweise in der letzten Stunde vor den Ferien uns ein bisschen was über Gaming erzählt. Größtenteils über Retro-Gaming und sowas. Und passend zu dem Thema hat er uns auch ein paar Retro-Spiele überlassen, ja. Und die würde ich ganz gerne in Retroplay mal alle so ein bisschen mit euch durchgehen. Manche bekommen nur eine Folge, entweder weil sie mir nicht wirklich unbedingt gefallen oder weil sie eben wie das Spiel, womit wir heute anfangen, sowieso schon jeder kennt. Und ja, ich keinen Grund darin sehe, da noch unbedingt viel mehr zu Let's Playen. Falls ihr euch in den Kommentaren wünscht, dass ihr mehr zu einem gewissen Spiel sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das auch machen. Ja, es sind unter anderem so Spiele dabei wie Zelda, wie Super Mario, wie Donkey Kong Island, all solche Retro-Spiele halt. Und zwar Spiele vom Game Boy Advanced, von der SNES, von der NES, was war noch dabei? Irgendwas war noch dabei. Es waren, glaube ich, noch zwei, drei andere Konsolen dabei. Und die werden wir uns, da werden wir uns diese Spiele mal angucken. Wenn wir mit denen durch sind, werden wir dann auch noch ein paar andere Spiele, die ich noch so habe, durchgehen. Ich habe da zum Beispiel noch Always Sometimes Monster auf dem Computer. Dann habe ich noch Cossacks auf dem Computer. All solche Sachen werden wir halt in Retroplay durchnehmen, ja. Und ich habe ja schon wieder viel zu lange gelabert, aber man muss halt am Anfang mal alles erklären, ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem, denke ich mal, bekanntesten Spiel an. Und zwar, wie ihr das auch schon im Hintergrund seht, Tetris, das Original Tetris, noch in in Schwarz-Weiß. Das Ganze ist das vom Game Boy, nein, nicht vom Game Boy Advance, sondern vom Game Boy. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie man das Ganze zum Laufen bekommt, und zwar haben wir von unserem Lehrer halt so ein paar Dateien bekommen zu bestimmten Konsolen und die kann man mit sogenannten Emulatoren starten. Mit diesen Programmen kann man dann eben diese Dateien ausführen und dann eben hier sowas zocken. Ne? Es ist leider, also es funktioniert leider nicht alles wirklich hundertprozentig. Zum Beispiel eins der ersten Super Smash Brothers, das läuft irgendwie leider bei mir nicht. Muss ich nochmal gucken, ob ich das irgendwie noch zum Laufen kriege. Würde mich nämlich echt mal interessieren, wie das damals so ausgesehen hat und so. Dann würde ich sagen, fange ich erstmal hier mit Tetris an. Wenn das dann hier nochmal durch ist. So, hier auch etwas, was leider nicht funktioniert, und zwar der Two-Player-Modus. Wenn man da drauf geht, dann geht das immer automatisch wieder auf One Player. Und deshalb gehe ich jetzt mal auf One Player. Wir hören auch schon im Hintergrund die Musik. Können wir auch verschiedene, also die drei Musiktypen auswählen hier.
Oder die dritte. Die erste ist logischerweise die bekannteste und deshalb werden wir die nehmen. Dann gibt es noch zwei verschiedene Game Types. Wir können uns da ja beide mal angucken, aber wir fangen jetzt erstmal mit... Quatsch. Es ist leider so, dass die Tastenbelegung sehr beschissen ist hier. Ich muss das mit Tastatur spielen. Und zwar ist das hier zum Beispiel die Tasten Y und X, die wir brauchen, dann die Pfeiltasten und Enter. Und da habe ich erstmal ewig gebraucht, um erstmal rauszufinden bei den ganzen Games, was denn da so für Tasten für nötig sind. Aber wir fangen jetzt erstmal mit A-Type an. Wir fangen in Level 0 an. Und ja, da fangen wir mal ein bisschen an, Tetris zu spielen. Ne? Ich denke, ich muss nicht unbedingt erklären, worum es in Tetris geht. Ich gehe nämlich mal stark davon aus, dass jeder von euch Tetris kennt, wenigstens schon davon gehört hat. Noch nicht unbedingt selbst gespielt hat. Ich weiß nicht, es gibt da so relativ viele Versionen, auch für den PC, die so im Internet kursieren, ja. Die sind auch von der Grafik her deutlich besser. Und zwar sind die meistens auch farbig und ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder wenigstens schon mal davon gehört hat und grob weiß, worum es da geht. Ja, dass ich hier nicht mehr groß was erklären muss. Denn das hatte ich früher sinnlos, wie ich eigentlich auch schon gesagt hatte. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier mal ein bisschen besser läuft als die Male, wo ich das eben noch mal ausprobiert habe. Ich habe das die letzten Tage ein bisschen gesuchtet mal wieder. aber eben hat es irgendwie rein überhaupt nicht funktioniert. Das ist natürlich kacke. Ach komm, komm mal drauf. Scheiß drauf. ja genau, in Retroplay. Nochmal zu Retroplay, habe ich ja jetzt schon eigentlich fast alles gesagt. Und zwar, wie gesagt, kommen da einige Spiele dran, wa? Und nebenbei werde ich dann noch so ein paar klitzekleine Informationen zu dem Spiel raushauen, die ich so vorher recherchiert habe. Zu Tetris gibt es nicht wirklich sehr viel zu sagen, bis auf, dass es 1984 von dem Russen Alexei Paschitnov oder wie man den auch immer aussprechen mag, entwickelt wurde. Und das war... also es ist hauptsächlich im Ostblock erstmal bekannt geworden, später dann auch auf dem Rest der Welt, wie sagt man das denn am besten? Ja, später ist es dann halt auch woanders bekannt geworden. Ja, und es hat sich tatsächlich bis heute gehalten, würde ich einfach mal behaupten. Denn wie gesagt, es ist ein Spiel, das kennt einfach jeder. Und jeder hat es, wie ich auch schon gesagt habe... Oh, shit, das war richtig kacke gerade. Schon mal gespielt. Und deshalb würde ich sagen, es ist tatsächlich eins der erfolgreichsten Spiele. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, erfolgreichsten Spiele ever. Da gibt es ja andere, die heutzutage so ziemlich bekannt sind, so GTA 5 und so was, wa? Deshalb würde ich nicht sagen, das bekannteste Spiel ever, aber es hat immerhin inzwischen über
eine Million Mal, wo es verkauft wurde. Und ich würde sagen, das ist schon... Quatsch, 1 Million, 100 Millionen Mal, wo es verkauft wurde. Und ich würde sagen, das ist schon ordentlich. Vor allem, weil... Früher, da waren ja so Computerspiele nicht unbedingt so etwas Selbstverständliches für jeden. Und ich würde nicht sagen, dass jetzt sehr viele unbedingt früher sehr viel mit Computerspielen zu tun hatte. Weil... Nicht jeder hatte damals einen Computer und andere Dinge, die, Kacke. Oh Gott. Andere Dinge, womit man das spielen könnte, ja. Also, natürlich ganz zu Anfang von... Nein, das war richtig beschissen gerade. Das passiert natürlich, wenn man... nicht unbedingt darauf achtet, was man so tut. Das war jetzt richtig kacke. Das war noch kackerer. Wo war ich jetzt eigentlich? Boah. So, jetzt kommt wieder der Punkt, wo nichts mehr läuft. Gescheit. Was wollte ich eigentlich noch sagen? Genau, das ganze Gaming hat, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, mit dem Spiel Pong angefangen, tatsächlich. Denn, also es ist nicht das allererste Spiel, wie viele immer behaupten, sondern eins der ersten und halt eins, was wirklich mega erfolgreich wurde, ja. Also, die Sachen, die davor so kamen, die waren nicht unbedingt erfolgreich und beliebt und wurden gekauft und gespielt. Aber Pong war eins der allerersten Spiele, die wirklich richtig den Bombenerfolg hatten, ja. Das hat wirklich ziemlich reingehauen. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe mal stark davon aus, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, also wenn Pong damals nicht so hart verkauft worden wäre und beliebt gewesen wäre, da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, ob das mit der Gaming-Entwicklung, wenn die Gaming-Entwicklung auf dem gleichen Stand, auf diesem Stand wäre, wie sie heute tatsächlich ist, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Denn das war schon echt ein Riesenschritt in diese Richtung, die wir heute halt haben. Das kann man sich aber heutzutage gar nicht mehr vorstellen, so. Dass man früher wirklich Gefallen an solchen Spielen hatte und dass die wirklich so hart verkauft wurden und so. Denn... Also ich würde schon sagen, Tetris ist ein ganz cooles Spiel, so für zwischendurch. Ja, aber für dauernd spielen so ist das jetzt meiner Meinung nach auf die Dauer langweilig einfach, ja. Also es ist kein Spiel, was irgendwie allzu lange jetzt Spielspaß bietet. Wie das bei so modernen Spielen, sage ich jetzt einfach mal, der Fall ist. Also die momentan so aktuell sind. Ach, scheiße. Ja, genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Mann, gleich sieht aus. Na, das war auch richtig inkompetent von mir. Level 5, naja, immerhin. Schon besser als die Versuche eben. Also, ich muss sagen, wenn man das eine Zeit lang spielt, ist es echt easy, bis Level 10 und so zu kommen. Aber dann wird es echt hart, ja.
Aber wie gesagt, ich habe auch irgendwann den Spaß daran verloren, jetzt so vor kurzer Zeit. Weil, wie gesagt, halt, es macht auf Dauer nicht wirklich Spaß. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass man seine Spielstände nicht speichern kann. Also kann man schon, aber nachdem man das Spiel neu gestartet hat, ist es so. Oh. Oh, das war ziemlich fail. Ist es so, dass. Was wollte ich gerade sagen? Wenn man das eine Zeit lang gespielt hat, ist es halt langweilig. Ich würde sagen, ich werde das Ganze jetzt noch einmal neu starten. So sieht das übrigens aus, wenn man das Spiel startet. Da sieht man auch nochmal 1989 von Nintendo. Und wir gehen jetzt nochmal in Game Type. In B-Game Type. Das habe ich jetzt noch nicht wirklich gespielt. Das ist da anders. Ich spiele es einfach mal. Das war die Taste. Gucken wir uns das auf jeden Fall nochmal an. So. Ich war gerade am Überlegen, ob ich das wagen soll, zu versuchen, da unten reinzugehen. Also unter diese zwei Teile da. Aber das habe ich dann doch lieber gelassen. So. Das Spiel besteht eigentlich größtenteils daraus, würde ich einfach mal sagen, auf diese langen vier Würfel, großen Teile. Und auf die vier, nee, Quatsch, 2x2 Blöcke, denn das sind so die, wo man am meisten mit anfangen kann, würde ich einfach mal behaupten. Meistens jedenfalls, jetzt gerade zum Beispiel eher überhaupt nicht. Ja, auf jeden Fall, was auf jeden Fall bis heute geblieben ist von diesem Spiel, das ist eindeutig diese Melodie. Ich bin der Meinung, jeder von euch hat diese Melodie schon einmal gehört. Von dieser Musik im Hintergrund. Denn die ist schon echt super gelungen, meiner Meinung nach. Sie ist halt eine Musik, die hört man sich gerne an, also und es ist halt echt ziemlich so ausgelegt, dass man die ziemlich sehr schnell als Ohrwurm einfach mal sich einfängt, ja. Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Ohrwurm noch hatte, nachdem ich dieses Spiel hier bekommen hatte von unserem Lehrer. Denn diese Melodie ist schon krass, wa? Wobei man das von den Soundtracks von aktuellen Spielen nicht unbedingt sagen kann, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich kann mich zum Beispiel nicht an den Soundtrack aus dem Spiel. Das nehmen wir denn da mal am besten als Beispiel. Eine gute Frage. Ist dann jetzt das beste Beispiel. Was für Spiele haben überhaupt Soundtracks? Also so Shooter haben ja meistens keine Soundtracks. Fällt gerade tatsächlich kein Beispiel an. Das ist Kacke. Sagen wir einfach mal, hat Team Fortress 2 Musik? Das ist ein sehr schlechtes Beispiel, ja. Ja, ihr seht schon, bei den meisten Spielen kann man sich kaum bis überhaupt nicht dran erinnern, ob die überhaupt einen Soundtrack haben und was für einen Soundtrack die haben. Und meiner Meinung nach ist
einen Soundtrack bei vielen Spielen leider nicht sehr viel Arbeit reingesteckt. Aber wie ich schon gesagt habe, was ist jetzt passiert? Okay. Sieht aus, als wäre er zu Ende. Alter, ist das ein ätzender Sound. Ja, komm, hast du bald. Okay, 1865 Punkte. Was passiert, wenn man da noch was an der High verändert? Machen wir einfach mal High 5. Ach du Kacke! Wie soll man denn so schnell reagieren? Ich werde gleich verkacken. Okay, ich hätte vielleicht nicht auf Level 9 stellen sollen. So, wenn man das. Okay. Das ist also das Ziel von dem Spiel. Warum ich hätte das nicht auf High 0 einstellen sollen? Okay, das ist interessant. Okay, jetzt macht das Ganze auch einen Sinn. Da. Oh, Kacke. Verkackt. Ja, ihr seht, ich brauche jetzt dringend so ein langes 5er Teil. Ja, komm. Ich möchte jetzt nochmal eins mit High 2 oder 3 so probieren. Nein. Okay, so kommt man also in dieses Auswahlmenü. Gut zu wissen. So, ich will jetzt nochmal eins mit High 2 machen. Nicht High 5, sondern High 2. Und so, das wird jetzt wahrscheinlich nicht allzu schwer sein. Behaupte ich jedenfalls. So, das ist mein Ziel, das will ich erst noch schaffen und dann ist es fertig mit Tetris. Dann kommen wir in der nächsten Folge nämlich zum nächsten Spiel. Ich kann euch leider noch nicht sagen, welches das sein wird, weil ich da noch mich noch nicht entschieden habe, welche Reihenfolge ich wählen werde bei den gesamten Spielen, die ich bekommen habe. Komm, gib mir ein langes Teil. Ma, ich will ja so ein langes Teil haben. Machen wir es halt mal so. Nein, auch nicht. Ach komm. Werde ich jetzt nochmal so ein 5er, nein, 4er ist das ja, brauchen, um da gescheit reinzukommen. Nee, so. Nein, das war falsch. Komm, ich schaffe das trotzdem. Trotzdem werde ich das schaffen. Werden wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Och, ja, so wird das auf jeden Fall was, Leute. So, Kacke, Mensch, leck mich doch am Zückerli. Gleich ist es aus. Okay, mal noch mal eins. Och, leck mich. Ich wollte da doch noch rein. Aber nee. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es aus. Okay, ist dem also so. So, wie komme ich jetzt hier zurück? Oh, hier kann ich noch meinen Namen auswählen. Da. So, jetzt könnte ich hier A-Tip. Okay, gut zu wissen. Okay, ich würde sagen, das war's mit Tetris. Wenn euch dieses Projekt hier gefallen hat, oder ihr denkt, es gefällt euch, denn die ganzen Leute unter euch, die früher auch mal gezockt haben, werden sich sicher schon auf Zelda und Super Mario und so ein Käse, wenn sie sich sicher freuen, denke ich jetzt einfach mal. Ich freue mich nämlich auch schon drauf. Ich habe zwar noch nie Zelda und Pokémon und so gespielt, aber genau deshalb freue ich mich ja drauf. Ich wollte das nämlich immer schon mal spielen, aber ich hatte nie einen Gameboy. Ich hatte immer nur einen Nintendo DS, ja. Ich bin halt schon, ich bin halt nicht, noch nicht ganz so alt und da war der Gameboy schon, als ich
jung war, war der schon. Also als ich in dem richtigen Alter war, war der Gameboy schon längst nicht mehr so wirklich aktuell, ja. Und deshalb habe ich das noch nie gespielt und das hat mich aber immer mal interessiert und deshalb habe ich da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Wenn euch auch die Aufmachung von hier von gefällt, also dass ich euch so ein bisschen was noch über das Spiel erzähle und dabei ein bisschen spiele und ein bisschen verkacke, ja, dann gebt doch einfach mal einen Daumen hoch. Verbesserungsvorschläge sind gerne angesehen, sind erwünscht. Verbesserungsschläge und konstruktive Kritik, um dieses Wort auch mal benutzen zu können. Gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und tschüss!